deutsche Marken und Produkte mit langer Unternehmensvergangenheit werben gerne mit ihrer Tradition, ohne dabei auf ein dunkles Kapitel der deutschen und der eigenen Geschichte aufmerksam zu machen. Im 19. Jahrhundert erfreut sich die Arbeit mit Schlachtabfällen, Tierhäuten und Därmen nur geringer Beliebtheit. Aufgrund ihrer mühsamen und wenig appetitlichen Umstände wird sie schon lange als unrein bezeichnet. Dabei sind Nachfrage und Erträge lukrativ. Die deutsch-jüdische Familie Hahn kommt schon vor der Rückkehr nach Göttingen 1919 durch ihren europaweiten Handel mit Häuten und Fellen zu erheblichem Wohlstand. Firmenleiter Max Raphael Hahn erweitert 1926 das Unternehmensangebot um eine naheliegende Lederalternative. Er gründet die Schuhmarke Gallus. Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise und erneut aufkommende Antisemitismen erschweren den Hahns zunehmend die Fortführung ihrer erfolgreichen Geschäfte. Während des Nazi-Regimes verlieren sie ihre Firmen und Immobilien. Ein Großteil der Familie überlebt den Holocaust nicht. Im Gegensatz zu der Schuhmarke Gallus, die bis heute existiert.